Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar Eep. Einfach nur Eep. Es ist ein kleines Horror-Game, das im RPG-Maker entstanden ist. Und es ist mega nice. Es hat auch verschiedene Endings. Und diese Endings hängen halt davon ab, wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Sollte auch vielleicht ins Game klicken, bevor ich starten will. Alles klar. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Steuerung ging. Cheat! In the early afternoon, under a grey sky. Wie? Im anfänglichen Afternoon ist Vormittag, ne? Nee, Nachmittag? Nachmittag, glaube ich. Unter einer unter einem grauen Himmel. Eve und ihre Eltern waren auf dem Weg zu einer Kunstgalerie. Erinnerst du dich an alles, Eve? Oh, du hast dein... Boah, ich kann's nicht lesen. Handkerchief? Was? Dein Notizbuch oder so? Dein Skizzenheft dabei? You know, he... Was? He? Ach, the one. You got for your birthday. Ja, du weißt, das eine, was du zum Geburtstag bekommen hast. Oh Gott, das Fenster ist halt einfach... Weiß ich nicht, ich glaube, ein Sechstel so klein wie mein eigentlicher Bildschirm. Ich kann das halt alles kaum erkennen. Aber ich kann die Resolution auch nicht ändern. Das ist ein bisschen problematisch. Behalte es sicher in deiner Tasche, okay? Verlier es nicht. Okay. Ich habe das Gefühl, mein Mikrofon ist ein bisschen zu leise. So, hier sind wir. Ist das dein erstes Mal in einer Kunstgalerie? Das ist dein erstes Mal in einer Kunstgalerie, richtig, Eve? Wir sind heute hier, um zu sehen... Exhibition. Work. Was heißt Exhibition nochmal? Mein Englisch ist halt komplett scheiße momentan. Mein Artist named Huertens. Wir wollen die Ausstellung sehen von... Huertens? Oder Huertens? Huertena? Irgendwie so. Und Paintings, but also Sculptures. Sie haben nicht nur Gemälde, sondern auch Skulpturen und alle Arten von anderen Kreationen. Was heißt da? Daub nochmal. Auf jeden Fall soll Ibis enjoyen. Also, boah, Englisch, GG. Sie soll Spaß haben, so. Sollten wir zu dem Rezeptionstisch gehen? Oh ja, los geht's. Lass uns zu... Was? Was steht da? Ich kann's nicht lesen, ohne Witz. Es tut mir leid, Leute, aber manchmal kann man da nichts lesen. Vor allem, weil es halt so klein ist. You want to go on ahead? Really? Oh, alright. Und du willst schon losgehen? Okay, dann mach das. Einfach nur leise sein in der Galerie, okay. Mach keinen Unfug. I need to worry about you. Nicht, dass wir uns darüber Sorgen machen würden. Mach den anderen Besuchern keinen Ärger. Machen wir nicht. Okay, wir sind in einer Kunstgalerie unterwegs. Und wir können uns jetzt hier... Nice bright outside. Was ist das, ein Fenster? Ich dachte, das ist ein Spiegel. Ich kann auch mit den Leuten reden, naja, genau. In Videos. Okay. Er meint, dass jeder ein Individuum ist? Oder so? Oder dass ein Individuum lügt? Hat nicht irgendwas mit Lies? Oder liegt in jedem von uns einem Individuum oder sowas in der Art? Das ist der Grund, warum diese Figuren keine Köpfe haben. Okay, denken wir auch so. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht? I guess so. Ich bin froh, du verstehst mich. Okay. Irgendwo müssen wir jetzt halt hin. Death of Individuals.
Ach, der Tod der Individuen. Okay. Was ist das? Reserved Seed. Umgedrehter? Sitz? Nee, ach egal. What's a strange safe? Sofa. Sofa. Oh lol. Ich kann's halt einfach nicht lesen, ey. Was ein verrücktes Sofa. Nichts falsch damit. Auf keinen Fall. I'd like to sit on it. Ich möchte gerne darauf sitzen, aber ich denke, ich kann nicht. Ja, das mag sein. Ein Tisch. Ein was? Table. Achso. Bla 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 on table. Ich kenne das Wort nicht. Alles klar, okay. Ja, wie gesagt, mein Englisch ist ein bisschen scheiße, Leute. Es tut mir leid. World. Okay. Ich kenne das Wort nicht. Was ist los? Hä? Ich geh da gleich nochmal hin. Enlightenment. The Dark Figure. Dunkle Figur, was ist das? Ich kenne das Wort nicht. Okay. Tagel Cleansing? Ich kann das... Die Schrift, Alter. Also auf jeden Fall irgendein Baum. Irgendeine Art von Baum. Und das sieht aus wie... Okay, sie kennt das Wort nicht. Das sieht aber irgendwie aus wie so ein Ball, der einfach zerstochen wurde. Alles klar. Century's End. Okay, sie kennt die ganzen Worte nicht. Was ist denn mit dir? Villafruit. Das kennt sie. The Lady in Red. Okay. Blablabla, bla, bla, Diamond, okay. Wieso kennt sie das alles nicht? Worry. Towers, okay. Stand hier nicht eben noch ein Mann? Standen hier nicht eben noch mehr Okay, ich will nochmal zu diesem Bild hier hin. Ich will mich eigentlich nochmal komplett umgucken, bevor ich hier weitermache. Sind unsere Eltern noch da? Ich hoffe, unsere Eltern... Es ist keiner mehr da. Können wir rausgehen? Nee, rausgehen können wir auch nicht, alles klar. Ah, hier können wir... hier können wir safen, alles klar. Das ist schon mal interessant. No one's around. Ja, niemand ist hier. Willkommen in der Welt der... von... Guartena. Okay. We truly thank you for... today. Wir danken dir wirklich sehr für... Blablabla heute, okay. Wir machen immer weiter. For the great artist Weiss? Weiss Gartner, okay. Deeply enjoy the art of the Love? Nee, keine Ahnung. Also die Schrift ist manchmal echt the well meaning, okay. Das sieht auch interessant aus. Sieht aus wie so ein riesen Kopfkissenbezug oder so. Alles klar. Habt ihr das gerade gehört? Nee, auf Spirit. Okay. Tale from Scott. Sky and from Hill. Okay. Was ist das hier? And Stars. Okay. Einfach mal alles angucken. Ich denke, das gibt auch noch irgendwie... Weiß nicht, das verändert das Ending nochmal vielleicht? Ich weiß es nicht. Wenn man alles mal angeguckt hat... Das Bild eben auch schon so aus. Okay, ich bin ein wenig verwirrt. Dann gucken wir uns nochmal dieses andere riesige Bild an. Also, soweit ich weiß, es ist kein Horrorspiel, in dem man sterben kann. There's a blue liquid leaking from behind the frame. Come down below, Eve. Okay. Wir sollen runtergehen. Der zeigt uns ein Geheimnis. Alles klar. Ich bin ein wenig verwirrt. Ich habe das Spiel vor Jahren mal gespielt. Aber es ist halt, wie gesagt, ein bisschen länger her. Wo müssen wir jetzt hin? Hallo? Hier ist nichts. Ach doch! Okay.
Alles klar. Aber ich glaube, jetzt können wir uns für eine Seite entscheiden oder so. Ich glaube, ich gehe einfach mal zu dem Blauen. Nach rechts. Come. At the rose, giving in the vase. Okay. Wollen wir die Rose nehmen? Wir nehmen die Rose. Aber wir können es einfach wegschieben und jetzt durch die Tür gehen, alles klar. Ein Schlüssel. Ein blau... Alles klar? And the rose... So, two will you... away. Okay. Sie kennen die ganzen Worte nicht. Wir haben drei... Du und die Rose sind... Muss die... Das Gewicht des Lebens kennen. Okay. Was steht da? Der Thief? Dieb! Oh, weil wir die Rose mitgenommen haben? Oder weswegen jetzt? The Fisch. Okay. Irgendein Fisch. Und wir können speichern. Alles klar, wir speichern. Der blaue Schlüssel hat's gemacht. 8. Auf ein Ladybug. Okay. Eine Biene, ein Schmetterling und eine Spinne. Prolog. Kapitel 1, Kapitel 2 wahrscheinlich und Kapitel 3. Das ist also das letzte Kapitel. Okay, es geht wie es aussieht. Drei Kapitel dieses Spiels. LOL! Ich hab irgendwie Angst. Aber ich muss wieder zurück, dein Ernst? Alles klar, Alter. Okay, wir können noch einmal getroffen werden, wie es aussieht. Nice. Das ist sehr schön. Hier kommen wir nicht rüber, ne? Okay, wie mache ich das jetzt? Okay, Moment. Wo muss ich jetzt lang? Wir sind ein Dieb. Warum sind wir ein Dieb? Weil wir die Rose mitgenommen haben? Ah! Gut, so können wir unser Leben wieder auffüllen. Das ist interessant. Das ist sehr interessant, okay. Ja, wissen wir schon mal Bescheid, aber wir haben immer noch keinen Schlüssel und wir haben auch keine Möglichkeit, irgendwo hinzugehen. Wir kommen ja nicht über das Loch da hinten rüber. Hä? Okay, Moment, jetzt bin ich... Hä? What? Nochmal alles angucken? Wir sind ja bei Prolog, oder sind wir jetzt schon bei Chapter 1? Ich weiß es nicht genau. Oh. Remove. Ah, das da! Okay, das Bild können wir jetzt bestimmt über dieses Loch legen, damit wir darüber gehen können. Alles klar, okay. Oh, es ist so anstrengend für die Augen, dieses Spiel zu spielen. Ich hätte es auch im Vollbild gespielt, aber das Problem ist, es geht nicht. Eine Statue. Epilog. Okay. Das macht mir locker Schaden, oder? Ii! Okay. So ein bisschen habe ich mich ja da schon erschrocken gerade, ne? So minimal. Ich entschuldige mich wirklich für mein Englisch. Es tut mir wirklich leid. Das sieht aus wie... Und hier. Fish-shaped hole in the wall. Ein... Okay. Müssen wir uns jetzt diesen... Ach, wir können hier links und rechts... Aha, okay. Was? Wir müssen jetzt mit dem Hide-and-Seek spielen.
Press. Au! Das ist jetzt unfair. Kann die Hand wieder weggehen, bitte? Out. Ja. Was ist das Bild hier oben? Was macht mir da... Also okay. Ein Mond. Macht jetzt alles dunkler. Alles klar. Ja, okay. Das macht Sinn irgendwie. Was ist hier? Ginister Baiting. Was heißt Ginister? Found me. You get a prize. Was ist mein Preis? Ah! Was steht da? Wodenfisch? Also ein Holzfischkopf. Okay, kann diese Hand bitte wieder weggehen? Danke. Oh Gott, oh Gott. Okay. Das ist ein bisschen gruselig. Das ist ein Crack in the... Okay, habt ihr die Statue eben sehen, so, gesehen? Ih! Okay. Wir haben jetzt einen richtigen... Ah, wir haben jetzt einen Fischschlüssel. Was ist das da oben? Es geht nicht. Ich kann es nicht berühren. Mano. Okay, wir können jetzt also irgendeine Tür öffnen. Klar. Also wie gesagt, man kann, wie es aussieht, sterben, aber man kann... Es ist jetzt nicht so... Danke. Au! Okay, die Zunge wiggelt herum. White Painting, ja. Was haben wir hier? Death when you've forgotten. Nur wenn du vergisst. Oder vergessen hast. Ja, wir müssen von den Lippen Angst haben, wie es aussieht. Au, okay, ja. Das war mir irgendwie klar. Hätte ich mir denken können. Eieieiei, hab ich mich gerade erschrocken vor diesem... Oh, diese Hand. The Liar's Room. Hallo. Okay. Vor der Statue stehen, drei Schritte nach links, ein nach unten. Oh. Vier nach rechts oder und zwei nach oben. Dann one in white speaks the truth. Okay. Der einzig wahre trägt grün. Zwei nach rechts und zwei nach unten. Also sagt der Weiße wahrscheinlich die Wahrheit. Eins, zwei, eins, zwei. Echt jetzt? Wo habe ich gespeichert? Hier, ne? Ja, gut. Okay, also sagt... Okay. Ah ja, wieder erschrocken vor dieser... Verdammten Dings. Ich geh mal hier. Okay, das Passwort, ja, okay. Alles klar. Was stand hier nochmal? Ja, The Liar's Room. Okay, wer sagt denn jetzt die Wahrheit? Man sagt wahrscheinlich, vielleicht doch der Grüne die Wahrheit? Mach ich mal drei nach links und ein nach unten. Eins, zwei, drei, eins. Auch nicht! Okay, dann kann es ja nur der Orangene sein, ne? Vier nach links und zwei nach oben. Ne, vier nach rechts und zwei nach oben, ja.
3, 4, 1, 2. Das ist ein Number. Okay. 4. Alles klar. Liar? Liar? Ach, stimmt. Oh, wieso komme ich da nicht selber drauf? Weil ja, das ist ja der Lügnerraum, sag ich mal. Da müssten ja alle lügen, außer eine Person. What? The clones have small numbers on them. 18. Okay. Also 4, 18. Ach nee, 18 mal 4 mal irgendwas. Okay. Wir brauchen also noch eine Nummer, fehlt uns noch. Und das ist wahrscheinlich, wenn wir der Person da hinten Essen geben. Aber wir haben ja nichts zu essen, oder? Haben wir irgendwie ein Inventar oder so? Moment. Ich muss mal eben in dem Ordner gucken, wo die Steuerung draufsteht. Ob da irgendwie Open Item Menü. X, okay. Oder Escape. X oder Escape. Alles klar. Guck ich mal X. Ja, wir haben da nicht wirklich was. Können wir das hier nicht mitnehmen? Totally white painting. Ah! Guck näher. There is actually a small number. Ah. Okay, 9. Also 4 mal 9 mal 18. Alles klar. Ich merke aber gerade, der Part ist vorbei, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, soweit bisher. Wir rechnen gleich 4 mal 18, also im nächsten Part, 4 mal 18 mal 9. Und sehen uns, ja, im nächsten Part wieder. Haut rein.